Die große Preisfrage ist jetzt, reflektierst du regelmäßig, beziehungsweise hast du dich mal mit dem Thema Reflexion auseinandergesetzt? Und ist dir bewusst, was für einen krassen Mehrwert es in deinem Leben liefern kann und wie du kontinuierlich wachsen kannst, indem du regelmäßig reflektierst? Genau darum soll es in diesem Video gehen. Ich will dir meine Erfahrungen teilen, meine Reflexionsübungen mit an die Hand geben. Vielleicht sind da ein paar Impulse für dich dabei, ja, ein paar Inspirationssnacks für ein Leben voller Begeisterung, Energie und Freude und natürlich Bewegung. Ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, Thema Reflexion. Was ist das eigentlich und warum sollte man das machen? Beziehungsweise, was ist das Geile daran und warum gibt es einem so einen krassen Mehrwert fürs Leben? Und ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass es jedem einen Mehrwert geben kann in allen Lebensbereichen, ganz besonders auch im Sport. Aber das kannst du ja eigentlich auch auf jede Situation anwenden in deinem gesamten Leben. Ja, warum eigentlich reflektieren? Ich habe die Erfahrung immer wieder gemacht, mache sie immer noch bis heute jeden Tag wieder. Und bin auch fest davon überzeugt, dass es einem extrem im Wachstum hilft, im persönlichen Wachstum, aber auch im äußerlichen Wachstum, wenn du irgendwie in der Arbeit, beim Training, beim Sport, bei Sachen, die du lernen willst, hilft es enorm, wenn du reflektierst und einfach zurückschaust, was ist da eigentlich passiert, wie hast du dich gefühlt und wie genau das funktioniert, gehe ich gleich noch drauf ein. Aber der zweite Punkt ist das Thema Fokus, weil du dadurch, dass du dich regelmäßig damit beschäftigst und auch nochmal drauf schaust, extra so mit, auch gerne mit der Lupe einfach nochmal drauf guckst, dann siehst du, was geil war, was nicht so geil war und dann kannst du entscheiden, okay, das war geil, da will ich meinen Fokus drauflegen, das war nicht so cool, das hat mir nicht so geholfen, das hat mich eher behindert, da will ich den Fokus wegnehmen. Oft sieht man das ja erst hinterher, was dann eigentlich gut war oder nicht, weil da gibt es so einen geilen Spruch, das Leben kann nur nach vorne blickend gelebt werden und rückblickend verstanden werden. Finde ich ein super witziges Zitat. Und das nächste ist, dadurch, dass du auch mal gerne nochmal zurückschaust, was ist da jetzt eigentlich die letzten Tage passiert, was ist heute passiert, die letzten Monate, dadurch kannst du oder wird dir vielleicht auch mal ganz anders bewusst, du hast ein bisschen Abstand von der Sache gewonnen, kannst nochmal anders draufschauen und kannst dann für die Zukunft justieren, ob es in die Richtung weitergehen soll oder ob das vielleicht komplett das Falsche war und du einen anderen Weg gehen solltest oder halt einen anderen Weg gehen willst und so ein bisschen ein paar Grad nach links schwenken, um dann quasi fürs nächste Mal ein bisschen was anders zu machen oder andere Entscheidungen zu treffen. Also grob zusammengefasst, warum reflektieren, die drei Punkte, Wachstum, persönliches Wachstum, aber auch Wachstum in den Dingen, die du tust, Fokus bewahren, Fokus auf die Dinge richten, auf die du sie richten willst, um dadurch auch die Energie zurückzubekommen und justieren. Du kannst danach wirklich justieren, gucken, was war gut, was war schlecht, was will ich, von was will ich mehr, von was will ich weniger. Jetzt auf die Frage, was Reflexion eigentlich ist. Ich finde das Beispiel mit dem Spiegel eigentlich ganz geil, weil ein Spiegel, nehmen wir einfach nur einen geraden Spiegel, der ganz klar spiegelt, der nimmt einfach nur wahr, was er so sieht und gibt das Bild 1:1 zurück. Das heißt, der spiegelt das, was er sieht, nimmt es wahr, gibt keine Wertung dazu, lässt nichts weg, tut aber auch nichts dazu, sondern er spiegelt einfach nur, was er sieht. Und das finde ich so geil beim Reflektieren, gerade der Punkt, dass man das ohne Wertung einfach wahrnimmt, was ist alles passiert. Und da gibt es jetzt verschiedene Formen, wie du reflektieren kannst, wie du Sachen einfach nochmal anschauen kannst. Aber wie gesagt, dass wir auf dem gleichen Stand sind, sagen wir mal, das Wichtige ist, dass du die Sachen anschaust, das, was du erlebt hast, das, was du getan hast, erstmal ohne Wertung. Einfach nur zu gucken, okay, das ist gerade passiert, das habe ich wahrgenommen. Und da keinerlei Wertung reinstecken. Weil wenn du direkt von vornherein wertest und irgendwie, oh, scheiße, scheiße, scheiße oder oh, voll geil, 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 dann setzt du dir direkt wieder so gewisse Filter rein und übersiehst vielleicht Dinge. Deswegen finde ich es so wertvoll, auch bei so einer Reflexionsübung ohne Wertung einfach wahrzunehmen, was so war. Ich meine, man kann natürlich darauf schauen oder sollte auch darauf schauen, was hat einem gefallen, was hat einem positive Gefühle gegeben, was hat einen beflügelt, was hat einen weitergebracht. Genauso kann man auch darauf schauen, was hat mich jetzt eher gebremst oder von was will ich nicht mehr so viel, weil ich gemerkt habe, boah, na, rückblickend war das eigentlich gar nicht so geil. So, das kann ja auch immer passieren, aber deswegen schauen wir ja darauf zurück, um dann in der Zukunft justieren zu können und zu entscheiden, davon mehr, davon weniger. Ich habe für mich so 4 Favorite Reflexionsübungen, die ich regelmäßig mache, auf verschiedene Situationen. Das erste ist, täglich meine Erfolge vom Vortag reflektieren. Das heißt, das erste, was ich morgens mache, wenn ich aufstehe, ist, ich habe ein Buch, da schreibe ich erstmal 5 Erfolge vom Vortag rein, mindestens 5, es werden meistens ein bisschen mehr, dass ich quasi wirklich morgens mit dem Mindset aufwache, oh geil, was ist gestern alles Geiles passiert? Was für kleine persönliche Erfolge hatte ich? Das Geile ist, es müssen nie riesen Erfolgserlebnisse sein oder wo du denkst, oh geil, das war jetzt so ein Life-Changing-Moment, sondern es können auch so Kleinigkeiten sein, wie ich habe mich gefreut, dass die Sonne scheint, so, ich habe mich auf einen Kaffee gefreut, so, ich habe mir so auf Kleinigkeiten gefreut oder halt, mir ist das gut gelungen, ich habe da meine Angst überwunden und dadurch schulst du dein Bewusstsein und deinen Fokus
auf die positiven Dinge und hast die auch immer präsenter im Kopf, weil sie sich einfach manifestieren. Du gehst es nochmal durch, du hast die einfach nochmal in der Wahrnehmung und dadurch prägt sich das langsam ein. Und was geile, dieser Effekt, was es hat, ist, dass du im Alltag auf einmal anfängst, auf diese positiven Dinge zu gucken. Weil bei mir war es so, ich habe mich schon immer gefreut, im Tag, wenn irgendwas Cooles passiert ist, boah geil, das kommt in mein Erfolgstagebuch, boah geil, das kommt auch da rein. Das heißt, meine Wahrnehmung, mein Fokus ist schon automatisch auf das Positive gerichtet, weil ich einfach diese Übung gemacht habe, inzwischen seit über 6 Monaten, dass ich wirklich jeden Tag da reinschreibe und ja, meine Erfolge sammle. Das ist wirklich so ein Sammeln, Erfolge sammeln quasi. Wie gesagt, das ist das Thema Fokus. Die zweite Sache, die ich super gerne mache, ist, dass wenn ich auf einem Event oder auf einem Projekt war oder irgendwie mal so 1-2 Wochen hatte, die sehr intensiv waren, dass ich mir am Schluss des Projekts einfach mal ein bisschen Zeit für mich nehme und einfach mal reflektiere, boah krass, was ist eigentlich die letzte Woche, was sind die letzten 2 Wochen passiert, so, boah, da ist so viel passiert. Aber ich finde halt, das Wichtige ist, oder was heißt das Wichtige, was ich festgestellt habe, dadurch, wenn ich das mache, kann ich nochmal wirklich wie mit der Lupe auf das Event schauen, gucken, was hat mir gefallen, was ist irgendwie der life-changing Moment da gewesen, was habe ich gelernt, welchen Ängsten war ich konfrontiert, welche Hindernisse habe ich überwunden, so, welche Probleme habe ich aus der Welt geschafft oder welche Aufgaben habe ich gelöst und was hat mich beflügelt, was hat mich begeistert. Das sind alles so kleine Fragen, da komme ich gleich nochmal drauf, welche Fragen du dir auch stellen kannst, ganz konkret, die mich dann nochmal rückblickend einfach das ganze Event nochmal erleben lassen. Dadurch hole ich das wieder in meinen Fokus, kann mir das rauspicken, was ich mitnehmen will. Weil wie oft ist es so, dass wir so voll durchballern, irgendwie ein Event machen oder irgendwo sind und voll die geilen Momente haben und irgendwie gefühlt vergisst man wieder einiges so. Oder man hat so viele Erinnerungen, so viele Erlebnisse und dann ein paar Monate später denkt man zurück und hat nur noch so ein paar kleine Bausteine, wo man sich noch intensiv dran erinnert. Aber ich glaube, dadurch, wenn man so ein bisschen so eine Reflexionsübung macht über so Events, schafft man es, das noch mehr ins Bewusstsein zu prägen, einfach diese Erinnerung. Besonders halt auch die Emotionen, die man gefühlt hat und das Geile, was man sich einfach mitnehmen will oder was man halt gelernt hat, was nicht so gut lief. Du musst dir vorstellen, das ist ja eigentlich nichts anderes, wie wenn du jetzt, sagen wir mal bei der Arbeit oder so, du hast irgendein Projekt, danach setzt man sich ja auch mit seinen Kollegen zusammen, guckt, was war gut, was war nicht gut, was können wir fürs nächste Mal besser machen. So. Das ist ja im Geschäftsleben eine ganz normale Tätigkeit, die immer gemacht wird, quasi so rückblickende Meetings, Feedback-Runden. Das ist ja eigentlich im Endeffekt nichts anderes. Und ich finde halt, wenn man das auf sein privates Leben auch noch überträgt und da regelmäßig macht, kann man für sich selbst einmal auch so viel rausholen, aus den Gründen, wie am Anfang erwähnt, Wachstum justieren, vielleicht gucken, ist es die richtige Richtung und den Fokus auf die Dinge legen, auf die du ihn legen willst und worauf du auch deine Lupe richten willst. Das nächste, was ich auch tatsächlich eigentlich fast jeden Tag tue, ist Situationen, die mir im Alltag passieren, die vielleicht mal ein bisschen komisch waren oder wo ich mir dachte, boah, was war denn das jetzt? Oder die voll geil waren, dass ich mir da kurz danach auch reflektiere, boah, was will mir das gerade sagen? Weil wie gesagt, Leben ist Feedback, alles kann Feedback sein in irgendeine Richtung. Gerade so Situationen, die so ein bisschen komisch waren oder wo du gemerkt hast, so, okay, was war das jetzt? So, oder wenn du irgendwie einfach aus dem Effekt reagiert hast und wenn du dich danach einfach nochmal fragst, okay, warte mal, was ist gerade aktiv passiert? Wie habe ich reagiert? Wollte ich so reagieren? Wie will ich das nächste Mal reagieren? Das sind schon so Fragen, dass du da einfach mal so Situationen im Alltag einfach mal nochmal reflektierst und guckst, okay, was war das jetzt eigentlich? Um dann halt in Zukunft justieren zu können, um einfach ja, zu wachsen. Das ist ja im Endeffekt das Wachstum so. Das ist, glaube ich, aber auch der Hauptpunkt. Man muss Bock haben zu wachsen und sich zu entwickeln. Wenn du keinen Bock hast, dich zu entwickeln, dann brauchst du auch nicht reflektieren. Sagen wir es ganz so. Und die vierte Sache, die ich ab und zu mal mache, das ist jetzt nicht oft, aber es passiert schon ab und zu, ist, dass ich in meine Bücher, die ich geschrieben habe, aus der Vergangenheit reinschaue. Also mit Büchern meine ich, ich führe jetzt seit 2-3 Jahren regelmäßig Journale, dass ich halt immer mal wieder meine Gedanken aufschreibe. Oder das, was ich so getan habe, wenn es um irgendwelche Projekte geht. Oder meine Gefühle, die ich aktuell habe, wenn ich irgendwas machen will oder wenn ich irgendwas loswerden will, dann schreibe ich das richtig oft nieder. Wie gesagt, das mache ich jetzt seit 2-3 Jahren. Und ich finde es super spannend, dann einfach mal ein Datum rauszusuchen oder einfach mal wild durchzublättern. Angenommen, ich bin jetzt in dem Buch vor 2 Jahren, wo ich vielleicht auch gerade auf Reise war. Und dann blätter ich da einfach mal wahllos durch, so nach Gefühl, irgendeine Seite aufschlagen und dann zu gucken, was hat der Vergangenheits-Benny geschrieben? Das finde ich super spannend, weil wenn man dann da durchliest, was man damals geschrieben hat, da fallen einem manchmal Sachen auf, wo man denkt, krass, das habe ich damals schon gedacht, so habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das finde ich ist auch so eine geile Reflexionsübung. Ich meine, klar, das setzt voraus, dass man schon eine Weile schreibt, aber angenommen, du fängst jetzt damit an zu schreiben, dann kannst du es mal machen.
in 2-3 Monaten schaust du mal zurück, was du heute geschrieben hast, wenn du damit anfängst. Und glaub mir, da entdeckt man manchmal Sachen an sich selbst, wo man komplett vergessen hat, wo man denkt, krass, spannend. Oder aber du findest Dinge, also es ging mir auch mal so, dann lese ich irgendwas durch und habe gesehen, ach krass, mit dem und dem Problem habe ich mich dann noch beschäftigt. Boah, das ist ja schon lange weg, das habe ich ja schon lange hinter mir gelassen. Und das ist dann auch wieder ein geiles Gefühl, wenn man denkt so, geil, man hat sich weiterentwickelt. Das ist eine richtig geile Sache, mal alte Aufschriebe zu reflektieren. Da fällt mir noch eine 5. Sache ein, was ich ab und zu mache, und zwar mit einem kleinen ausgewählten Kreis an Freunden, dass ich mich mit denen austausche und dann auch so eine Art Reflexionsrunde mache. Wir nennen es immer Kongress, dass man sich dann zusammen telefoniert und dann darüber quatscht, was ist die letzte Woche alles passiert, welche Hindernisse sind gerade zu bewältigen, so, welche Aufgaben sind zu lösen, vor welchen Herausforderungen steht man, und sich da einfach austauscht, ist auch eine super wertvolle Sache, wo ich gemerkt habe, die mir extrem viel Kraft gibt. Wie gesagt, so im Großen und Ganzen, wenn du Reflexionsübungen machst, das hilft dir immer weiter, das Ziel sollte sein, um quasi in der Zukunft für kommende Situationen einfach richtig entscheiden zu können, für dich richtig entscheiden zu können. Ich meine, es gibt kein richtig und kein falsch, das musst du immer für dich wissen, aber es nimmt mir zum Beispiel auch immer so ein bisschen den Druck raus, weil selbst wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe und nicht 100% weiß, ist es jetzt die richtige Entscheidung gewesen, ist es die beste Entscheidung gewesen, gibt es vielleicht einen anderen Weg, dann ist inzwischen meine Einstellung so, okay, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden, einfach machen. So wie gesagt, nach vorne blickend leben und rückblickend einfach verstehen. Bevor ich jetzt zu den konkreten Fragen komme, die du dir stellen kannst, so im alltäglichen Leben und so Reflexionsfragen, will ich noch kurz aufs Thema Training eingehen, wie du so Reflexionsübungen im Training nutzen kannst und was für einen krassen Vorteil das hat. Ich finde, das ist das allererste, was mir in den Kopf kommt, Videoanalysen. Ist ja auch eine Art von Reflexion, weil wie der Spiegel auch, die Kamera nimmt einfach auf, ohne Wertung, was sie sieht, gibt es 1:1 wieder, lässt nichts weg, tut nichts dazu. Das heißt, das ist eine echt geile Art, seine Bewegungen zu reflektieren, nochmal anzuschauen. Weil ich meine, es ist immer geil, wenn man einen Trainer hat, der sagt, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Aber wenn man sich das dann im Nachhinein nochmal anschaut, die Bewegung macht, anschaut, dann sieht man voll oft so, ah krass, stimmt, hier habe ich meinen Arm ja viel zu weit oben, zu weit unten, ich könnte mein Bein mehr schwingen irgendwie, ich schwinge ja voll ungleich, meine Arme könnten gestreckt sein. Das heißt, Videoanalysen lege ich dir echt ans Herz, wenn du irgendwie Techniken lernen willst im Training oder Schwierigkeiten hast, nimm dich einfach mal auf, schau es dir an und dann justiere deine Bewegung. Das nächste, wie gerade eben schon, wenn du einen Trainer hast zum Beispiel, ich meine, der macht das ja wahrscheinlich so oder so schon, aber sich Feedback einholen, einfach zu gewissen Sachen von Leuten, die genau das, was du lernen willst, schon können. Witziger Funfact dazu, das geht nicht nur im Training, das ist ja in allen Lebensbereichen auch so. Such dir das Feedback von den Leuten, die das geschafft haben, wo du hin willst. Das nächste ist, zum Thema Feedback auch, hör auf das Feedback von deinem Körper. Das ist, finde ich, auch so eine Reflexionsart, wenn du quasi Sprünge machst, wenn du irgendwelche Sachen übst. Was sagt dein Körper dir? Weil der Körper ist ein so zuverlässiges Feedback-Gerät, wenn man es mal so nennen darf. Es gibt dir direkt Feedback. Also wenn du auf einen Sprung mal nicht so sauber landest, wenn du von einer Stange zur anderen schwingst oder im Ninja-Hindernis von einem Hindernis zum anderen schwingst und du mal irgendwie die Schultern reinfällst, es tut direkt weh, weil dieser Schmerz sind so direkt 1:1 Signale, war die Bewegung gut, war sie nicht so gut. Oder wenn du dir mal irgendwie das Knie anschlägst und deine Prellung im Knie hast, ich meine, das ist auch ein Signal, weil der dir sagt, so, ey, fokussier dich, zieh deine Knie an zum Beispiel. Ja, also genau das Feedback vom Körper ist so super wertvoll, weil wie gesagt, es ist so eine 1:1 Übertragung, war die Landung sauber, war sie nicht sauber, tut es da und da weh, dann sollte man irgendwie vielleicht die Bewegung ein bisschen justieren. Das heißt, reflektier dein Körpergefühl im Endeffekt und guck, was ist mit dem Körper los. Oder wenn du eine intensive Trainingssession hast und du merkst, da tut irgendwas weh, dann geh in den Schmerz rein, fühl mal, warum könnte das wehtun so. Was hast du im Training gemacht, was vielleicht die eine Stelle überbelasten würde oder so zum Beispiel. Als ich jetzt angefangen habe mit Ausdauertraining zum Beispiel beim militärischen Fünfkampf, da bin ich so viel gerannt wie die letzten 5 Jahre nicht mehr und ich hatte direkt, mein Oberschenkel war zu, komplett, und es hat sich aufs Knie ausgewirkt. Das war auch ein direktes Signal vom Körper, der gesagt hat, chill mal, mach langsam, ey, ich bin komplett verspannt, ich bin noch nicht für die Belastung einfach gemacht, du musst dich erst dahin trainieren. So. Das ist auch ein super dankbares Feedback und ich bin meinem Bein und meinem schmerzenden Knie extrem dankbar, dass es mich darauf aufmerksam macht, dass ich sagen kann zu mir, okay, ich gehe jetzt langsam, ich fange langsam an, dann gehe ich halt erst 3 Kilometer joggen, erst 5 Kilometer und nicht halt direkt die 20.000 Millionen Kilometer so. Das heißt, langsam rantasten, auf den Körper hören. Und wenn jetzt mal was nicht so gut läuft oder irgendwas schief geht, ich habe schon eingedeutet, wenn du eine Prellung hast oder dir sogar was bricht so im schlimmsten Fall oder irgendwas, das ist meiner Meinung nach auch immer ein Feedback zum Thema Fokus. Ich meine, klar, Fehler können immer passieren oder äußere Einflüsse, das hast du nicht immer in der Hand, aber gerade so Kleinigkeiten, ich bin eigentlich immer dankbar, wenn ich mich irgendwo ein bisschen anstoße
und es vielleicht kurz arg wehtut, aber dann, das sagt mir immer direkt so, du, Benny, sei fokussiert. So, konzentrier dich oder chill mal ein bisschen. So, deswegen, sag mal, leichte Verletzungen kann man dankend eigentlich annehmen, weil die geben einem auch immer direkt, das ist direkt ein Feedback, wahrscheinlich zum Thema Fokus oder Überbelastung oder warum auch immer. Das kann man jetzt, sag mal, ein bisschen anderes Feld, da könnte man auch nochmal extrem tief reingehen. Jetzt will ich dir die Fragen mit an die Hand geben, die ich mir da regelmäßig stelle bei meinen Reflexionsübungen. Und noch vorab, was ganz wichtig ist bei sowas, schau, dass du dabei Ruhe hast, dass du keine Ablenkungen hast, Handy, Flugmodus weg, guck, dass du in einem Raum bist, wo du nicht gestört wirst, um einfach mal wirklich auch die Situation, die Erlebnisse einfach nochmal fühlen zu können, um da nochmal reinzugehen, um das nochmal visuell vor Augen zu haben. Das heißt, gönn dir da auf jeden Fall Ruhe. Die erste und auch die wichtigste Frage, die du dir stellen kannst, für was könnte ich dankbar sein? Ganz egal, ob das jetzt eine positive oder negative Situation, ein positives oder negatives Erlebnis war, frag dich, wofür kann ich dankbar sein? Weil Dankbarkeit ist nochmal so ein Riesenthema auf jeden Fall, aber es ist ja bewiesen, Dankbarkeit, wenn du wirklich Dankbarkeit fühlst, hat es so einen positiven Effekt auf dein Leben, auf alles einfach, weil du halt diese positiven Gefühle hochrufst. Deswegen, erste Frage auf jeden Fall, wofür könnte ich dankbar sein in der Situation? Die Erfolge hatte ich am Anfang schon erwähnt, 5 Erfolge aufschreiben, die dir gut gelungen sind bei der Sache, bei dem Event und diese dann nochmal vergegenwärtigen. Hat die Situation mein Leben bereichert? So, was mache ich jetzt aus dieser neuen Erfahrung? Stand ich in meiner Kraft? Worauf kann ich stolz sein? Was ist mir bei der ganzen Sache klar geworden oder was ist mir bewusst geworden? Was habe ich gelernt? Was will ich beim nächsten Mal anders machen? Hat die Situation oder das Erlebnis mein Leben bereichert oder habe ich gemerkt, realisiert, boah nee, kann ich eigentlich darauf verzichten, will ich nicht nochmal erleben? War ich voll in meiner Kraft? Oder war ich vielleicht in einem Angstmodus, in einem Angstzustand oder einer Unsicherheit? Zum Abschluss noch eine Reflexionsfrage, gerade wenn es ums Thema Entscheidungen geht. Ob du für vielleicht auch, es gibt ja immer wieder schwierige Entscheidungen oder große Entscheidungen. Entscheidungen, die irgendwie alles ändern können, die neu, was Neues bedeuten, vor allem wenn man auch noch mit Ängsten konfrontiert ist oder so. Da finde ich eine ganz spannende Frage und sehr wertvoll ist, dass du dich einfach fragst, will ich so weiterleben wie bisher oder will ich was ändern? Das war's schon. Es würde mich mal mega interessieren, was du darüber denkst, beziehungsweise was sind so deine Reflexionsfragen oder reflektierst du überhaupt? Hast du dich mit dem Thema mal befasst? Wie gesagt, ich lege es dir wärmstens ans Herz. Ein guter Einstieg sind, wie gesagt, diese 5 Erfolge jeden Tag einfach mal aufschreiben und dann mach das mal einen Monat, 2 Monate und guck, was passiert. Was macht es mit deinem Fokus? Was macht es mit deinem Selbstwert? Was macht es mit deinen täglichen Erfolgen und mit deinem generellen Alltag? Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Probier's mal aus, auch beim Training. Überall im Alltag, wo auch immer du bist. Ich wünsche dir bis dahin ganz viel Spaß bei allem, was du tust. Ein geiles Leben und wir sehen uns im nächsten Video.